Hallo, schönen guten Tag. Wir wurden von denjenigen YouTube-Kanälen, die über unseren Videoverteiler unsere Videos beziehen und veröffentlichen, gebeten, eine Art Nullnummer zu sprechen oder eine Nummer Null-Ausgabe für neue Playlists mit dem Namen News und Talks für Gebildete. Und das mache ich gerne. Und zwar, warum auch der Hinweis natürlich für Gebildete, Professor Hans-Werner Sinn, der bekannteste klassische Volkswirt Deutschlands, hat trotz all seiner vielen Denkfehler durchaus vieles auch richtig erkannt und sagt eben auch, na, Europa ist auf dem absteigenden Ast. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich denke, dass Europa auf dem schleunigsten Weg ist, den Level vom heutigen Afrika zu erreichen. Und wenn wir uns anschauen, in Okinawa hatten wir viele 110-jährige, topfit, leistungsfähige, arbeitende Menschen. Und als dann immer stärker die westliche Medizin und die westliche Ernährungsweise nach Okinawa, Japan kam, sterben die jetzt alle immer früher und nähern sich jetzt also mit dem Sterbezeitpunkt wieder Richtung 70 sozusagen, weil das eben unsere soziale Marktwirtschaft und unser Kapitalismus, weil der eben alles zerstört. In den USA haben wir auch den Kipppunkt längst überschritten, sozusagen. Dort sterben jetzt auch die Menschen wieder viel früher, die werden immer fetter und immer kränker durch unsere westliche Ernährungsweise und Medizin der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus. Das Wichtigste, ich finde ja persönlich, dass Europa und die ganze Welt einen riesigen Lebenslustverlust hinter sich hat, also einen riesigen Lebensqualitätsverlust schon hinter sich hat in den letzten 400.000 Jahren und jetzt immer schneller ihre Lebensqualität verlieren wird. Und deswegen geht es hier dann, also bei den neuen Playlists, um neue Ideen zur Rettung Europas. Und angesprochen werden eben die Gebildetsten, also weil die Grundüberlegung ist, dass die 10% die vielleicht irgendwo hier in der Normalverteilung anzusiedeln sind, also die 10% der gebildetsten und klügsten Denker des deutschsprachigen Raumes, werden herzlich eingeladen, mitzudiskutieren und Kommentare beizubringen, Ideen zu beizubringen, wie wir das retten können, und so weiter. Ja, und für wen sind diese neuen Playlists nicht? Wer ist also herzlich ausgeladen und gebeten, nicht zu stören mit irgendwelchen unsachlichen und ungebildeten Kommentaren? Also für wen sind diese Kanäle, die neuen Playlists nicht? Eben für alle Neonazis, Rechtsradikalen, AfD-Fans, Flacherdler, Kreationisten und andere Pseudowissenschaftler und ja, also dann, denn diese Menschen hier sind so weit von wissenschaftlicher Wahrheit und Erkenntnis entfernt, dass sie sich eigentlich besser jeglicher Diskussion enthalten sollen, denn es kommt nur Unfug dabei raus, ja, sozusagen. Ja, und wenn man dann die 10% der Gesellschaft sozusagen, wenn die sich einig sind und sagen, ja, oh, irgendwo so in dem Kontext der zweiten Scientists for Future 2 liegen wohl die Lösungen tatsächlich für Europa und für die Menschheit sozusagen. Und dann ist es nicht schwierig, dann nochmal 20 weitere Prozent zu erreichen, sodass man dann auf 31% der Gesellschaft kommt. Denn 31% der Gesellschaft reichen wegen der geringen Wahlbeteiligung heutzutage ja völlig aus, um auf 51% der Wählerstimmen zu kommen und damit die politische Mehrheit in Deutschland zu erreichen. Und ja, also von daher, also herzlich ausgeladen sind all diese hier, denn
da kommt wirklich, vergessen Sie es einfach, bei nicht ausreichendem, nicht, bei nicht allerhöchstem Bildungsniveau und wissenschaftlichen Niveau und Klugheitsniveau können Sie nichts beitragen zur Weltrettungsfrage, weil Ihr Denken einfach völlig unrealistisch ist. Das ist nun mal leider eine Tatsache. Also bitte stören Sie nicht auf den neuen Playlists. Ja? So, dann ja, nochmal, um deutlich zu machen, was eben jemand als Minimalvoraussetzung haben mit will, wenn er überhaupt über die Zukunft Europas und der Welt mitreden will. Er muss Kopernikus, Kepler, Galilei und Newton akzeptieren, also darf kein Flacherdler sein oder ein anderer unrealistischer, antinaturwissenschaftlicher Spinner sein, sozusagen. Und er muss eben auch, da gibt es leider auch viele Pseudowissenschaftler in der Welt, die also Gregor Mendel ignorieren, Alfred Russel Wallace und Sir Charles Darwin ignorieren und damit also eigentlich im Rahmen der Wissenschaft Kreationisten sind, also eigentlich Leute, die, also ich will es mal positiv rumformulieren, wer nicht in jedem fünften Satz sich auf Mutation und Selektion bezieht, wenn er über die Evolution von Wirtschaftssystemen, von Kulturen, von Gesellschaften, von menschlichen Systemen und menschlichen Zusammenhängen, wer da nicht ständig die Begriffe Mutation und Selektion, mimetisch-genetische Evolution, Evolutionsbiologie und so weiter benutzt, der ist, gehört nicht zu den besten Denkern der Welt und sollte es einfach lassen. Das ist dann Pseudowissenschaft, das ist nicht Realität sozusagen. Ja, und für wen sind diese neuen Playlists auch nicht gedacht? Für die ganzen Leute, die ganzen Diskutierer, die bei jeder Gelegenheit reinhauen hier im Internet und versuchen, das Spiel zu spielen, Klimawandel, Fakt oder Fake. Das interessiert niemanden. Wenn wir Europa retten wollen und die ganze Welt retten wollen, ist das alles nur ein winziger Teil, denn das Problem soziale Marktwirtschaft und das Problem Kapitalismus ist so viel gewaltiger als der Klimawandel. Also da geht es noch um ganz andere Dinge, da geht es darum, dass wir nicht den nächsten Krieg bekommen und so weiter. Sicherlich Thema, dass man eben der Greta Thunberg und Luisa Neubauer und den Fridays for Future eben gerne entgegenkommt, wenn die ihre Medienmacht, sie besetzen ja im Moment in den gesamten Medien das ganze Thema Weltverbesserung, ja, und die Journalisten erwarten, wenn jetzt eine Weltverbesserungslösung, eine Lösung aufkommt sozusagen, dann muss sie über die Fridays for Future kommen und über Greta Thunberg. Die erwarten das und deswegen sind natürlich auch die zweiten Scientists for Future 2 bereit, den jungen Leuten ganz wesentlich entgegenzukommen, zum Beispiel in Deutschland mit einem 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima mit Kohlestopp 2026. Und ja, aber trotzdem ist Klima nur ein winziger Ausschnitt aus dem, worum es geht, wenn es um die Rettung Europas und der Welt geht. Denn wir müssen Europa und die Welt vor der sozialen Marktwirtschaft und dem Kapitalismus endlich retten. Ja? Gut, also aber diese Klimawandel-Fakt- oder Fake-Diskutiere, das interessiert überhaupt nicht, das langweilt nur. Also vergessen Sie es einfach. Und dann, was Leute, die also sozusagen verfassungsfeindlich sind, sind auch herzlich ausgeladen, sollten also nicht versuchen mitzudiskutieren, denn wir müssen es als Form der groben Dummheit erachten, wenn jemand heute davon redet, von Widerstandsrecht oder von Notwehrrecht und dann strafbare Handlungen im Rahmen von Demonstrationen begeht als vermeintlich gerechtfertigtes Mittel. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Mit jeder strafbaren Handlung würden wir uns dem nähern, was auf jeden Fall zu vermeiden ist.
Also, dass wir wieder solche pseudokommunistischen und pseudosozialistischen Diktaturen bekommen, wie die Sowjetunion, wie die DDR, wie Nordkorea, Kuba und so weiter. Also all das ist natürlich völlig selbstverständlich, dass man eher mehr Demokratisierung für Europa braucht, also mehr Schweiz, noch viel mehr als Schweiz sozusagen in Europa und nicht weniger und nicht wieder Diktatur und Gewalt und Enteignung und Vergesellschaftung und irgendwelchen solchen Unfug. Nein, wir müssen die soziale Marktwirtschaft beziehungsweise den Kapitalismus auf wissenschaftliche Weise in sanften Zwischenschritten beenden. Und wenn dann am Ende, wenn man die ganzen schädlichen Aspekte der sozialen Marktwirtschaft wegnimmt, und beendet, wenn dann von selbst tatsächlich, worauf ich persönlich hoffe, ein echter, nicht diktatorischer, sondern hochdemokratischer oder höchstdemokratischer Kommunismus, Sozialismus entsteht von selber, na, dann würde ich mich persönlich freuen. Aber entscheidend ist erst einmal, dass wir einfach damit beginnen, darüber zu diskutieren, wie wir am schnellsten und am besten sozusagen die Horroreigenschaften der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise des Kapitalismus beenden können. Und darum geht es ja in den ganzen Playlists dann, in den vielen Videos und so weiter. Und von daher, das, was die zweiten Scientists for Future 2 als Lösungsmodell anbieten, kann eines der Punkte sein, die diskutiert werden können, aber die Playlist-Betreiber freuen sich auch auf neue zusätzliche Ideen aus dem Kreise der klügsten Europas und des deutschsprachigen Raumes. Ja? Alles klar, dann wünsche ich jetzt hiermit im Rahmen dieser Nullnummer, dieser Nummer Null-Ausgabe sozusagen, den neu benannten Playlists einen großen Erfolg, dass sie wirklich es schaffen, mit den gebildeteren 10% der Gesellschaften ins Gespräch zu kommen. Und ja, wünsche viel Glück und bis bald.